UFOs, vielleicht gibt es sie ja doch. Beim Thema Außerirdische, da spalten sich die Geister. Die einen sagen, das ist alles Hokuspokus. Und andere glauben, ich habe vielleicht schon mal eins gesehen. Und wenn man hört, was das britische Verteidigungsministerium zum Thema UFOs jetzt veröffentlicht hat, da wird einem ganz unheimlich. Da sollen sogar UFOs über Deutschland gesichtet worden sein. Alitalia-Flug AZ-284 im Landeanflug auf London Heathrow. Plötzlich glaubt der Kapitän, er sei im falschen Film. Ein braunes, raketenähnliches Gebilde schießt auf den Jet zu. Niemand weiß, was es ist. Aber jeder, auch der Lotse am Boden, kann es sehen. Das war am 21. April 1991. Aber weder die britische Luftwaffe noch das Verteidigungsministerium finden eine Erklärung für den Beinahe-Crash. Zumindest keine, die sie veröffentlichen wollen. Deshalb werden die ergebnislosen Untersuchungen schlichtweg als geheim eingestuft. Das kann zwei Gründe haben. Entweder hat das Militär mal wieder eine Rakete irrtümlich gezündet oder es war unangekündigter Besuch aus dem All. Ein Fall von Hunderten, die in den bislang geheimen UFO-Akten des britischen Verteidigungsministeriums beschrieben werden. Da könnte ängstlichen Naturen Angst und Bange werden. Tatsache ist, 90% der unbekannten Flugobjekte sind hinterher meist ganz irdischer Natur. Das dürfte auch bei Christa Kasmirczak aus Heidenau in Sachsen der Fall gewesen sein. Das war ellipsenförmig, wie so ein Teller. Und in der Mitte drin war es sehr hell. Also es war alles erleuchtet am Himmel. Obwohl die Dame sehr genaue Zeichnungen vorlegte, niemand konnte den Halter des Raumschiffs ermitteln. Einer von den 10% der gemeldeten UFOs, der unbekannten Flugobjekte, die für immer unbekannt bleiben werden. Und genau diese 10% der ungeklärten Fälle liefern den Stoff für Verschwörungstheoretiker, Spinner, aber auch für Wissenschaftler und Piloten. Roswell, New Mexico im Sommer 1947. Hier stürzt ein UFO ab. Seltsame Trümmer werden gefunden und in diesem Hangar von der Luftwaffe untersucht. Hinterher heißt es, es sei nur ein Wetterballon gewesen. Aber der Ex-Air Force-Offizier Robert Sharkey, der damals in Roswell stationiert war, bezweifelt das. Was ich da an einigen Kisten gesehen habe, hatte keine Ähnlichkeit mit den Resten eines Ballons. Da waren dünne Metallstücke mit Inschriften, ähnlich wie Hieroglyphen. Very light, but I could see the markings on the flange, which were almost like hieroglyphics. Auch der Mondastronaut Edgar Mitchell ist sich ganz sicher, dass wir regelmäßig Besuch von Aliens bekommen. Ich habe keine eigenen Erfahrungen mit außerirdischen Kulturen und Fluggeräten. Aber die Leute vom Militär und Geheimdienst aus dieser Zeit berichteten mir davon, weil ich Astronaut war und zum Mond flog. Obwohl sie damit ihren Sicherheitseid brachen. 1957 hat das amerikanische Militär sogar schon mal einen Abschussbefehl für ein UFO gegeben. Doch kaum hob das Geschwader im englischen Manston ab, da war der unbekannte Himmelskörper auch schon wieder weg. Vielleicht ein Beweis, dass Marsmenschen intelligenter und schneller als Menschen sind. Wer weiß das schon?